Es ist ein wunderschönes, leichtes Sommerbuch. Es ist wirklich genau das, was jetzt draufsteht, ist da drin. Und es spielt Weihnachtszeit mit ganz, ganz viel Schnee. Hallo ihr diese Ratten. Heute möchte ich euch meine Meinung zu Lost in a Kiss von Katie Wilde vorstellen. Oder mitteilen. Ja, es nennt sich jetzt Verrezi, aber ich gebe diesem Buch keine Bewertung, denn ich habe es tatsächlich abgebrochen. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Es ist ja nun mal ein Rezi-Exemplar und es geht ja auch, also es ist ja auch für das Thema Roadtrip in Büchern, ja, sonst würde es dieses Video gar nicht geben. Am Anfang fing alles wunderbar an, es war interessant, es war gut geschrieben und ja, hat mich dann neugierig gemacht, weil eigentlich will Bethany zusammen mit ihrem Bruder Bram, glaube ich, ich weiß es immer wieder ausgesprochen, weil es so selten erwähnt wird, also mit Bram, einen Roadtrip machen zu Gedenken ihrer toten Eltern und fragt dann auch Aspen, ob sie mitkommen möchte, ihre beste Freundin, die sofort zusagt. Ja, allerdings können sich Bram und Aspen nicht leiden und wird natürlich eine Herausforderung. Bis kurz vor Abfahrt, alles ist schon gepackt, alles ist startklar, Bethany auf einmal abhaut und was anderes vorhat. Sie möchte nämlich sie möchte in einer Entzugsklinik, weil sie ein Problem mit dem Alkohol hat, was der Bruder aber nicht weiß. Und so stehen Bram und Aspen alleine da und beschließen dann mehr oder weniger diesen Roadtrip alleine zu machen, ohne Bethany. Warum, wieso, weshalb, fand ich schon ein bisschen komisch, habe aber gedacht, okay, dann ist es halt so, nehmen wir mal so hin. Wie gesagt, fand ich schon ein bisschen komisch, aber war noch in Ordnung. Aber dann ging es in diesem Buch auch gedanklich die ganze Zeit nur um das eine. Und ich habe ja schon oft erwähnt, dass ich das in Büchern nicht wirklich mag. Und vor allem nicht, weil in den meisten Büchern, wo das vorkommt, also dieses ganze Erotik, Pseudo-Erotik, also für mich ist es Pseudo-Erotik, weil das hat damit nichts zu tun, weil diese ganze Sprache dann auf einmal so vulgär wird, so bäh, so wo man denkt so, igitt, kann man das bitte weglassen? Ich denke immer, also ich kann mir vorstellen, dass viele das auch mögen, weil es gibt ja genügend Bücher, wo das vorkommt. Ich denke immer, muss das denn so derb sein, so bäh, so hingerotzt, sag ich mal, so Gossensprache, also das mag ich ja nun überhaupt nicht. Und ich habe angefangen, hier Abschnitte und auch ganze Seiten zu überspringen und dachte mir dann nur, das bringt's nicht, das bringt's gar nicht. Und ich überspringe normalerweise gar nichts, aber in dem Buch musste ich überspringen. Und deswegen habe ich überlegt, wenn ich jetzt anfange, Seiten zu überspringen, nur um es weiterzulesen, macht es keinen Sinn. Weil es war irgendwann so quasi der Schalter umgelegt worden und es ging wirklich in jeder Szene, in jeder verdammten Szene, überall. Wenn es nur, wie gesagt, gedanklich war, um das eine, und es hat mich so genervt. Und deswegen gebe ich diesem Buch auch keine Bewertung, weil ich kann es nicht bewerten, ich habe es dir ausgelesen. Und ich habe auch in einer Rezension gelesen vor kurzem, weil ich wissen wollte, geht es nur mir so oder haben auch andere damit ein Problem? Da hat jemand auch 2 Sterne gegeben, es war ausgelesen, ach, ich habe gerade die Nase, Entschuldigung. Hat aber auch geschrieben, dass diese überspitzte Erotik, und das ist es hier in dem Fall natürlich absolut, genervend war und einfach unnötig war. Also ich finde es sowieso sehr, sehr unnötig. Das gehört in Büchern für mich nicht rein, vor allem nicht, wenn es um einen Roadtrip geht und um die beiden, klar, die können sich nicht leiden, ja, aber es geht die ganze Zeit trotzdem um das eine und ich bin so, wie passt das zusammen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich habe auch mal hinten drauf geguckt, ob da irgendwas steht von wegen leidenschaftlicher, weiß ich nicht was, irgendwas steht manchmal hinten drauf. Aber auch da steht nichts davon drauf. Es geht eigentlich nur um diesen Roadtrip und darum, dass die beiden eben irgendwie Regeln brechen und so weiter und so fort. Sie wollen halt einen Waffenstillstand machen und mehrere sogar, weil sie sich immer wieder streiten und zoffen und überhaupt. Alles ganz toll, aber wie gesagt, das Ganze drum, also das, nee, leider nicht mein Buch. Ja, so viel dazu. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, weil ich habe die Hälfte nur gelesen, also ein bisschen drüber über die Hälfte. Und ich habe dann gesagt, tue ich mir nicht weiter an. Ja, von daher, das ist meine Meinung zu diesem Buch. Schade, weil ich habe mich auf den Roadtrip echt gefreut. Ich liebe Bücher über Roadtrips, aber wenn da so viel unwichtiger Schnickschnack, sag ich mal, vorkommt, tut es mir leid für das Buch.
Okay, dann war es das von mir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Bye-bye.